Wie man auch am Bionik-Lehrpfad sieht, machen wir auch im Botanischen Garten sehr viel Forschung. Es ist ja eine Forschungs- und Lehreinrichtung der Universität Freiburg. Wir arbeiten vor allem im Bereich Bionik. Und hier sind wir auch im neuen Exzellenzcluster LIFMAT sehr aktiv. Was wir hier beispielsweise untersuchen, sind dämpfende Materialien. Wie kann man die von der Natur übertragen in die Technik, indem man auch 3D- und 4D-Printing benutzt. Und das hier ist eine Orange, ein Orangenbaum, den wir dankenswerterweise von einem Sponsor geschenkt bekommen haben. Und ich hole jetzt mal eine dieser noch nicht ganz reifen Orangen runter. Die geht auch relativ schwer ab, die gehen leicht ab, wenn sie reif sind. Und was uns hier vor allem interessiert, ich schneide jetzt mal auf. Das ist ja das Fruchtfleisch, das wir normalerweise mögen. Aber uns interessiert hier mechanisch dieser äußere Bereich, dieser sogenannte Peel-Bereich. Und das ist die äußere Schale, die eben dazu führt, dass wenn solche Früchte aus bis zu 20 Meter Höhe runterfallen, dass sie nicht aufplatzen. Und dieser äußere Bereich besteht aus einem gradierten Schaum, der von Fasern durchzogen ist. Und dessen extrem gut dämpfenden Eigenschaften haben wir schon bei der Pomelo nachgewiesen. Und aktuell im Exzellenzcluster gucken wir uns andere Zisruchfrüchte an, um zu lernen, woher diese extrem gute Dämpfungseigenschaft kommt. Und das ist natürlich hochspannend, weil man solche Schäume und solche Fasern, wie wir es im Vorgängerprojekt bereits gezeigt haben, für eine neue Art von Schutzhelmen benutzen kann. Wir haben mit Uvex einen neuen Schutzhelm entwickelt, der bei gleicher Masse vom inneren Padding etwa um 20 bis 30% besser dämpft. Und da sind wir jetzt gerade dran, das weiter noch im Detail zu verstehen und in andere Anwendungen zu überführen.